Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Elvins Geschichte Nummer 4 abgeschlossen und ja, wir haben noch eine Charaktermission offen in Fenmont anscheinend. Dann gehen wir mal dahin und gucken, von wem die ist. Wieder tippen entweder Jude oder Mila. Ja, Mila hatten wir erst letztens doch, oder? Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und es wird immer noch eine Katze in Fenmont. Oder zwei, glaube ich sogar. Und noch so zwei Dingens hier. Zwei Punkte offen. Deswegen müssen jetzt zwei fehlen. Es muss einfach. Und die würde ich auch noch gern finden. Hoffentlich schaffen wir halt noch. Nachdem wir die Mission erledigt haben, da ist ein Hund, geil. Komm, geh doch mal nach Tales of Symphonia. Colette muss noch ihre Armee aufbauen. So, Mila, echt jetzt. Milas Geschichte fortsetzen. Dauert jetzt auch wieder nur 5 Minuten, weil sonst schrei ich. Mila, die Verräterin. Auch schon Kapitel 4. Look, I can appreciate the predicament you were in, but don't you think you went a little overboard? I didn't have much time. Besides, it worked. You can't argue with results. Results? I thought I was a goner. Da habe ich wohl was verpasst. Worüber streitet ihr beiden denn? Don't worry, we're not fighting. Now that you mention it, I'm not sure that Jude and I have ever fought. Don't tell me you'd like to try it. Actually, I would. Bickering seems to serve a cathartic purpose for humans, while helping them foster a deeper understanding. It's healthy. And to make this a fair fight, I won't even unleash the power of the Four. What? Whatever you say. DODA here. We've detected a new fractured dimension. The rift is in Fenmont. We've sent the coordinates. Please take appropriate action. Work call? We'll accompany you. You scratch our back and we'll scratch yours. Huh. Correct? Something wrong? It's nothing. Nah. It's just, I couldn't imagine you tossing around an expression like that back in the day. I still learn new words, you know. Even now I continue reading human books. Ja, die Bücher, die du liest. But don't worry about it. Fesselspielchen und all so was, ey. Wanna come along? Okay. Stimmt, bei Elvin hat sie auch nicht viel gesagt, ne? Immer noch bedrückt. Also sind die Zeit begrenzt. So they require a considerable expense to operate. You use precious resources just to connect with each other. How quintessentially human. Ja, wir Menschen sind schon faszinierend. Ist hier vielleicht eine Katze? Da habe ich glaube ich schon mal nachgeguckt. Oder da ist keine Katze. Ne, hier ist keine Katze. Ich bin vollkommen sonst hingegangen. Aha! Aber wo? Irgendwo hier muss doch noch eine Katze sein. Ich muss einfach. Ist auch nichts, ne? Hier. Nein. Dann da. Nein, dann gehen wir zur Splitterdimension. Und zwar Nummer F422F. Ups, wen nehme ich denn noch mit? Ich habe keine Ahnung. Gaius, oder? Weiß ich nicht. An Heiler mangelt es eigentlich nie, habe ich so das Gefühl. Obwohl, wenn es was zum Clown gibt, wäre Leia nicht schlecht. Na, egal. Ja, komm, ist egal, jetzt einfach Dingens. Zack. Für die wichtigen Charaktere aus dem ersten Teil. So, what's the divergence catalyst in this? Dimension. Good question. Let's ask around and see what turns. Ach ja. Rote Kästchen, rote Sprechblasen meine ich. Wer von euch hat rote Sprechblasen? Niemand. Ja, drin hätte ich vielleicht auch nachgucken sollen, aber egal. Dann gehe ich eben hier rein. So, was ist der heutige Gossip, hä? Gibt's eigentlich
Soll ich gleich mal gucken, ja. Ich sehe mal alles weg in den Bosskämpfen. Wie kommt das? Neue Waffen und so, Klamotten. Ja, und schlecht, ja. Nimm mal den Goldreif hier. Zack. Und gar nicht mal so teuer, sehe ich gerade. Mithril-Rüstung. Du hast so Schutzdinger, ne? Warum machen die das? Du bekommst hier die Dingens, hier die Jacken, glaube ich. Ma. Cowboy-Hut. Grüß Barrett, was? Und sich das jetzt erst, egal. Hab schon wieder keinen Bock. Dämonenjäger, okay. Mein Gott, die sind teuer. Der Häcksler. Und ein Shirajima. Und Geld weg. So, geil. Egal. So, Leute, ich brauche Infos. Es kann aus den Spion reinkommen. Den großen Geist abgesehen haben, was? Großen Geist sofort zum Forschungszentrum gebracht worden ist. Okay. Forschungszentrum. Was ist das? Hier. Da. Oder? Ja, hier. Du hast ein Rot, ne? Jules hatte Arbeit, zahlt sich endlich aus. Er war immer im Nachteil, denn er arbeitete unter Professor Hausleitung, der keine Ergebnisse erzielte. Ich hoffe uns einfallen, dass die Forschung bezüglich Asgard gut läuft. Professor Haus ist einer meiner Mentors. Although he already passed away in our world. I see. Cool Story, Bro. Okay. Also, gehen wir mal da rein. Okay, der tut Forschung mit Aska betreiben. Interessant. Wir sind doch bestimmt wieder Schatztruhen, ne? Bist du nicht? Wer seid ihr? Ihr dürft nur autorisierte Personen rein. Was soll das, du? Schafft diese Leute von hier fort. Haus? Dr. Haus? Warum ist mir halt noch nie aufgefallen? Warum heißt der Dr. Haus? Ja, wohin? Meine Katze ist zurückgekehrt. Jetzt krieg ich wieder goldene Frische. Ich könnte vor Freude kotzen. Oh Mann, das wird unangenehm, wenn wir hier den richtigen Jude finden, wahrscheinlich, ne? Oh, geil. Jawohl. Schon wieder das halbe Geld zurückbekommen, danke. Das Leben ist so schön. Ja, und nun wird bestimmt da sein, wo wir die Lanze im ersten Teil gesehen haben, ne? Also da könnte ich mir jetzt irgendwie nur einen riesigen, großen Geist hier vorstellen. Der hat ja schon Ausmaße, oder da, ja. Na? Wait a minute. Who's that? Another new face? Jude! Huh? Well, well, Jude Mathis. Long time no see. How come you've been such a stranger? Wait. What? It seems he thinks you're the Jude of this world. Just try to play along. Er wird's nie merken. Well, I've just been so busy with my research and everything. Aw, you poor thing. Is that slave driver Professor House still running you ragged? Perhaps I should give him a piece of my mind. Oh, no. That'd only make it worse. Sollten wir nicht eingreifen? Jude ist wirklich beliebt.
Yes, he does seem to garner affection from some rather strange characters. Zwinker, zwinker. Meint ihr etwa mich? But from your perspective, I suppose that I'm rather strange as well. Zwinker, zwinker. Perhaps I'm in no position to comment about anyone else. Better to keep an open mind. Hey, I know. How about it, Jude? Would you care to tether with me again? Come on. What? I'm sorry, but we can't do that anymore. Oh, really? Mila! So you're gonna dump me and trade in? It's her, isn't it? Hä? Das Typ geht mir echt auf die Nerven. Hör mit der Ruhe, das ist doch alles nur ein Missverständnis. He's right. Listen to me. Whatever. That pretty face of yours doesn't fool me anymore. You're nothing but a rotten scoundrel. Come now. You're selling Jude short. He came here to talk to you. The last thing he wants is to hurt your feelings. Es ist sowieso vorbei. Die Kampfmusik spielt schon. One of Jude's finest qualities. How can you not see that? That's quite enough, Huffy. Wieso ist der große Geist des Lichts so merkwürdig drauf? Und das war meine Flasche. Asgard Splitter-Version. Gibt's auch schon. Wir haben schon wieder nicht irgendwie Backähnchen. Okay, da habe ich nichts verpasst. Schwäche, Pistolen. Sag das doch gleich. Oh Mann. Oh Mann. Boah, Entschuldigung. Voll aufgeschossen. Hey, bum, 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 bum. Ey. Vor allem, wenn ich mich recht erinnere, war irgendwie der Aska aus Gillands Splitter-Dimension hier voll weise. Und der irgendwie benimmt sich irgendwie wie so ein Teenie, habe ich so das Gefühl. Oh. Jude, komm mal her. Wo bin ich? Da. Guck mal her. Richtig binden? Wahrscheinlich nicht, ne? What? Ey. Oh. Ey, ey, ey. Hm. Oh nein. Aber von da triffst du mich doch nicht, oder? Sehr gut. Ma. Ist irgendwie komisch zu treffen von hier aus, habe ich so ein Gefühl. Guck mal her, Ludger. Wir müssen uns verbinden. Ah. Die Kamera ist so komisch, wie so weit weg ist. So, komm her. Fuck. Zack. Und. Satz zum Geki Bukoken. Butsch. Guck mal her. Geht's noch eine Mystik Art rein, ja? Also treffe ich den nicht. Okay, irgendwas hat er jetzt gemacht. Oder auch nicht. Oder doch. Okay, schon wieder vorbei. Oder auch nicht. Fuck. Dann kommt er einfach. Warte, ich komme da ja hoch. Ich komme dir da hoch. Oh Gott. He's firing these lasers. Na, warte, ich komme jetzt da hoch. Bleib da. Hier rum. Sehr schön. Ich kann auffliegen, na? Ich brauche dafür keine Flügel. Flop, 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 flop. Ah.
shouldn't do that. Ah. Ja, so treffe ich ihn natürlich. Komm mal her. Komm mal her. Mein Gott, was war das denn? Shoryuken. Shoryuken. Dazu packe ich Seppokyaku. Shoryuken. Voll idiotisch. Ah. Ah, kann ich mal wieder was machen? Guck mal, ja. Ja, wenn ich getroffen hätte, wäre es sehr gut gewesen. Guck mal, ja. Sehr gut. Er ist unfair, der kann aus dem Kampffeld rausgehen. Ma. Sehr gut. Did we do the right thing? Well, foes like this one need a proper beating. Was that from another book? Yes, it was called The Virtue of Tough Love. Sag doch, was die für Bücher liest, das ist nicht normal. Oh, da geht sogar in ein Part rein alles. Just who exactly are you anyway? Professor Dr. Jude Mattis. The Lord of Spirits. Ach so, sie. Huh? Oh, then what happened to Maxwell, the old fart? He's gone. I am the successor to the previous Maxwell's throne. Well, it all makes sense now. And apparently, Jude is Maxwell's new human companion. Human companion? You say that like the old Maxwell had one too. Yes, indeed. Although their relationship went down in flames. And now both you and Jude are headed for that same ruin. What? I don't know my predecessor's story, but I'm certain Jude and I have a different sort of relationship. A different sort of relationship? It's all the same tale, different time. You don't need her, Jude. Believe me, you just stick with me, and you will be treasured forever. I promise. Aska, please, just answer this. What happened to Maxwell in the past? All right, I'll tell you, only because you're so damn cute. In the past, old man Maxwell was betrayed by a human woman whose name was Mila Krismic. What? Ihr Name war Mila? Ihr Name war Krasnik? Ihr Name war Krasnik? Somehow this ties to you. Was this the same Krasnik as the Genesis Sage who first summoned Maxwell? He's actually a she? Indeed. And let me tell you something. There has never been another human like her. No, sir. Ever since she summoned him, Maxwell became more and more fond of human beings. It even ended up putting him at odds with Kronos. Können wir wirklich den Worten von einem sprechenden Vogel aus einer Splitterdimension hier trauen? Hat Kronos die Menschen gehasst? Was meinst du damit? Kein anderer Mensch sei je gleich gekommen. Mutig. Hm, how should I put it? Let's just say that Mila was a woman of very little restraint. She treated the Lord of Spirits with utter lack of reverence. They were far too chummy, in my opinion. Oh. I suppose it rings a little similar to my relationship with Jude. I sure hope you mean that in a good way. Oh, you should have seen her. She was the complete opposite of old Maxwell in every way. So, this Mila Krasnik from ages past and the former Maxwell had a close relationship. But something happened that ended up making things go sour. Something significant enough to destroy it forever. Well, all I know is this. Things weren't pretty. Oh, no, they weren't. Old man Maxwell became furious when he realized that Mila had betrayed him. But like true love, like yours truly, he couldn't forget her. What's going on in here?
Jude, what are you doing here? Professor, please, allow me to explain. It's still here. What? Luger! Whatever possessed you to bring outsiders here? I know. You're after my research data, aren't you? You're planning to steal my HAL prize. That's not true. I would never do that. Quiet! Aska, kill them! Kill all the traitors! Okay. I don't think so. No one threatens my Jude. You hear me? My research! Jude, it's all truly a pity. I wish we had more time together. Aska, promise me that you'll take care of yourself, okay? Come tether with me again anytime. That Aska was certainly an odd bird. Ja. Hätte ja keine Ahnung, dass Geister sich so verhalten können. Ich fand ihn liebenswert, auf eine merkwürdige Art und Weise. Oh Mann. Spirits can be as eccentric as humans, even in our dimension. Still, it never fails to surprise me how different things can be in the fractured dimensions. Clearly, Aska's story made an impression on you. It's written all over your face. It is possible, right? Humans and spirits really can coexist? Since when did you start questioning that? You need to have more faith in yourself. Whatever. Hmm? What good is faith anyway? Won't bring back Mila or my daddy. Elle. We all need to keep moving forward. If we stop, we'll just end up repeating the tragedies of the past. She's right. I wonder what tragedy kept the previous Maxwell from moving forward. We need to get to the bottom of that. Luger, please let us know if you get any jobs that might shed some light on this. I'm sure we both want to join you. Also ähnlich wie bei Leia oder was? Bei der Mission. Yay, Mila, die Verräterin. Also die Krasnik, nicht Mila. Zilla Outfit 1 und 25.000 Gold und meine Katze ist zurückgekehrt. Yay. Goldener Frosch, bam. Fuck, egal. So, jetzt möchte ich aber noch mindestens eine Katze finden, damit wir 90 haben. Where the heck could that be? Vielleicht am Hafen, ich guck mal am Hafen. Das Schiff anlege war ich. Da ist nur ein anderes Wort für Hafen. Irgendwo muss doch, da ist doch was, oder? Nee. Also, eine habe ich mindestens verpasst. Hey, da ist ja eine. Halunke gefangen. Sehr gut. Noch eine? Nee, ne? Dann haben wir 90 Katzen. Sehr schön. Da fehlen uns nur 10. Yay. Ich weiß es nicht. Also wir finden hier noch eine. Komm mal kurz, kann ich jetzt nicht gucken. Na gut, dann will ich ja schon sagen, mal kurz noch Dingens gucken. Ja, so sieht's aus. Genauso sieht die Figur aus, die ja bei mir steht. Es wird nur noch die Klamotten von der anderen Mila. Dann wäre es perfekt. So, aber hier ist nichts mehr. Das heißt, ich werde den Part hier beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2, wo wir wahrscheinlich ein paar Missionen machen werden. Weil wir brauchen wahrscheinlich wieder Geld. Ne, brauchen wir nicht. Wir können schon längst in der Story weitermachen. Geh schnell zum Riesehafen in Magdeburg. Aber wir lassen uns ja ein bisschen Zeit. Ne? Ja, okay. Dann würde ich sagen, tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge.